Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schemeier, Diplompsychologe, heute wieder als Teambuilder unterwegs. Und boah, ihr habt ja richtig abgerissen gestern in einem Video über Folge 5, wo ihr wird Spoiler-Alerts geben. Also wenn du das noch nicht geguckt hast, mach es aus. Und vor allen Dingen, wenn du das Video, was ich gestern hochgeladen habe, das verlinke ich auch nochmal, wenn du das noch nicht gesehen hast, guck dir das lieber erstmal an. Ich wollte einmal nochmal über ein paar Sachen reden, die jetzt zu den Kommentaren war. Erstmal Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ich schon mal jemals so viele Kommentare gekriegt hat in 12 Stunden oder noch nicht mal 24 Stunden jetzt. Glaube zuletzt bei dieser Johnny Depp Geschichte. Und ist ja auch gut, wenn man so, klar, dann hat jeder so seine Meinung. Stellen mal wieder fest, wie schwierig es ist, einfach zuzulassen, dass Menschen andere Meinungen haben. Also geht es ganz schön rund in den Kommentaren. Aber gut, so ist das heutzutage. Das weiß nicht, das ist irgendwie scheinbar echt schwierig geworden. Aber ich wollte trotzdem mal, was ich jetzt so gelesen habe, auf ein paar Sachen eingehen. Natürlich, ich sage nochmal, ich bin lange als Teambuilder gearbeitet, Auto-Teambuilding. Prinzip keine Survival-Erfahrung, aber Gott, halt ganz viel Outdoor-Sachen gebaut, aber es war halt alles in so einem Tageszusammenhang. Oder maximal so 3 Tage so. Und klar, man letzten Endes muss man wieder sagen, man war nicht dabei. Man meint zwar jetzt, man sieht alles, was da passiert, aber de facto ist es ja so, solange man nicht so eine Extended-Version gesehen hat, muss man sich immer fragen, was ist vielleicht rausgeschnitten worden, so, ne? Und von daher, und auch gerade was diese Feuersituation angeht, kommen wir gleich nochmal zu. Ja, also wie das jetzt, wie da jetzt ganz genau die zeitlichen Abläufe waren und was da ganz genau vorher passiert ist, weiß man nicht, ne? Da bringt es auch, glaube ich, wenig drüber zu philosophieren, so. Aber was mir jetzt so auffällt, das fällt mir auch schon ganz lange auf, also das finde ich auch seit der Covid-Zeit, das ist nochmal so viel schlimmer geworden, dass man immer so einen Bösen sucht. Man sucht immer, wer ist der Böse jetzt in der Gruppe, ne? Ich kann nicht nur sagen, so funktioniert Gruppenpsychologie nicht. Wenn ihr so in eine Gruppe geht und sucht den Bösen und der Böse wird dann irgendwie, weiß ich nicht, bestraft oder zurechtgewiesen, habt ihr keine Ahnung von Gruppendynamik. So funktionieren Gruppen nicht so, ne? Also natürlich kannst du feststellen, dass jemand irgendwas gemacht hat, aber das wird gerade so in Ausnahmesituationen, wird das immer danach beurteilt, was bringt es jetzt der Gruppe oder was bringt es der Gruppe nicht so, ne? Und man kann da jetzt nicht hingehen und, weil die Gruppe ist ja auch verantwortlich für das Gelingen so, ne? Zumindest wie sie sich da jetzt organisiert hat. Sie hätten sich ja auch nicht als Gruppe organisieren müssen. Ist die ganze Gruppe verantwortlich und solange nicht total krasse Sachen passieren, muss man immer überlegen, was ist die Gruppendynamik? Also eine Gruppe bildet wie so ein eigenes Ich, sag ich mal, ne? Also es ist wie so ein eigener Organismus. Und wenn da zum Beispiel jemand da draußen rumläuft, dann ist es so ein bisschen wie so ein abgelehnter Teil oder weiß ich nicht, Teil dieses Organismus, der eben nicht irgendwie ausgelagert ist. Und aber solange er nicht ganz sein Ding macht, ist es eine Gruppe. Und jede Gruppe, wie gesagt, bildet so eine Persönlichkeit aus, die natürlich von Tag zu Tag, das ist ja das Spannende bei Gruppen, es kann von Tag zu Tag komplett wechseln, ne? Von Euphorie zu Wut, zu ich weiß nicht was. Und das ist, wenn man so Gruppen betreut, ist das so die Kunst, das so zuzulassen, dass diese Gruppe durch diese verschiedenen Zustände geht und auch die Rollen wechseln, wer jetzt so der Böse ist, sag ich mal. Aber das beobachte ich immer wieder. Ich glaube, das bringt uns nicht weiter. Ich finde es ja ganz toll, dass wir immer gucken, gibt es irgendwo so toxisches Verhalten? Also mein ganzer Kanal ist ja auch darüber, ne? Aber wie gesagt, wenn man jetzt ins andere Extrem geht und sucht immer so, wer ist jetzt die große toxische Person hier und der alles Mögliche unterstellt. In diesem Fall ist das ja der Joe vor allen Dingen, ne? Der jetzt die Gruppe da leitet. Wenn man dem jetzt alles Gemeine unterstellt, das ist keine gute Art, das anzugehen, sag ich mal. Ne? Das ist sehr einseitig und das wird der Sache auch nicht gerecht, meine ich zumindest so. Wir müssen ja mal gucken. Also ich habe den ja auch sehr kritisiert am Anfang, ne? Aber ich meine, das war, also er hat diese Frauen ein bisschen bevorzugt. Ich fand, dass er, man merkt, dass er total im Ego ist. Alle sagen, immer redet er über ich. Ich habe gehört, er hat super viel gefilmt. Er ist vielleicht, wie gesagt, sehr im Ego, vielleicht ist er manchmal ein schwieriger Charakter und so, aber ich meine, im Großen und Ganzen, ja, vielleicht hat er auch mal schlecht geredet, aber ihr meint, ihr würdet niemals schlecht reden über jemand anders, wenn ihr so 72 Stunden zusammen seid
Und sag ich mal so, diese Kaffeemaschinengespräche, ja, das sollte man nicht machen. Ne? Ich finde auch, er macht es zu viel und man sollte es wieder in die Gruppe bringen. Aber letzten Endes hat, denke ich, also ich denke, was seine Mission hier ist, er hat es, glaube ich, immer kritisiert, Seven vs. Wild. Er hat immer gesagt, ihr habt alle keine Ahnung, ich kann es besser, was ja scheinbar ganz viele denken so in dieser Branche, ne, dieser Survival-Branche. Kann alles viel besser und dann kommt man dahin. Und da will man natürlich auch abliefern, ne? Dann will man so sagen, ich führe die Gruppe jetzt und ich führe die Gruppe zum Erfolg. Stellt jetzt aber vielleicht auch fest, ja, also so einfach ist es vielleicht doch nicht, immer so vor Ort ist, man hat ja nicht den Blick von außen. Und ja, weiß nicht, wird man vielleicht hinterher gucken können, welche Entscheidung war jetzt die richtige, was ja auch in den Kommentaren richtigerweise stand. Also er hat ja auch das Feuer da irgendwo angelegt unterm Flügel, beziehungsweise den zweiten Flügel da irgendwie drüber geschoben. Und ja, wir wissen jetzt nicht, wenn jetzt nicht noch dieses trockene Holz gestapelt worden wäre, wäre es vielleicht trotzdem zu irgendwas gekommen. Das habe ich ja auch gestern schon gesagt. Man muss immer, wenn irgendwas schief geht, muss man immer die Gruppe zur Rate ziehen als Ganzes, ne? Also man kann da nicht, das ist, ich weiß nicht, heute ist das wirklich so ein Flex von vielen. Wir müssen den Bösen finden, den Bösen und aber so funktioniert es nicht. Ne? So, das ist halt vielschichtiger so, ne? Und von daher, ja, vielleicht, vielleicht jetzt, ich weiß es nicht, ne? Auch was auch sehr, das teile ich, was ich auch in den Kommentaren gesehen habe. Überhaupt waren da ganz viele super Ideen, zum Beispiel, warum macht man nicht irgendwie so ein, habe ich gelesen, so ein wie so auf dem U-Boot so abwechselnd schlafen, ne? Dann können die sich immer schön zudecken. Schlafen halt welche tagsüber, die anderen, die wach sind, können Feuerwache machen. Fand ich eigentlich eine super Idee, muss ich sagen. Aber das ist halt der Punkt. Die Gruppe ist am stärksten, wenn alle mitdenken. Auch die Leute, die meinen, sie hätten keine Ahnung. Also das zeigt sich immer wieder in Gruppen, vielleicht sehen die irgendwas, was die Profis übersehen. Insofern ist da jeder, vielleicht haben die das auch, jeder gefragt, mitzuüberlegen, ist das eine gute Idee, was ich so von außen, aber wie gesagt, man weiß nie, was man da drin macht. Ist es eine gute Idee, ein Feuer unter einem plastikbespannten Flugzeugflügel zu machen? Ich weiß es nicht, ne? Also das ist für mich so nach dem zweiten Tag, wo ich das gesehen habe, immer noch, da sitzt, aber vielleicht denkt man auch nicht mehr gerade, hat auch jemand geschrieben, die sind ja auch alle hungrig, vielleicht denken die auch nicht mehr so richtig, kann ja alles sein, dass da so absolute Vollprofis sitzen, die aber so eine, sag ich mal, in der Gesamtheit so eine Situation jetzt haben entstehen lassen. Ey, komme ich gar nicht drauf klar. Ich komme da nicht drauf klar. Mal abgesehen davon, dass die in der Sicherung viel zu hohes Gefahrenpotenzial fahren. Warum hat die Produktion da nicht einen Feuerlöscher ans Flugzeug gelegt, ne? Ich meine, man hatte auch irgendwo, weiß ich nicht, eine Aufsichtspflicht, finde ich, auf diese Menschen, wenn man das ausstrahlt. Und aber auch das, man macht Fehler, wie gesagt, in meinen Teamlinks, also ist nie irgendwas Schlimmes passiert, aber ich kann mich auch an Situationen erinnern, wo, weiß ich noch, da war mal so eine Bombensprengung und dann sind Leute mit so einem Geländewagen, sind an einem Schild vorbeigefahren, wo drauf stand, Achtung, Bombensprengung, nicht reinfahren, sind da reingefahren im Rahmen eines Teambuildings und ja, und irgendwann kam dieser Bombenmeister da um die Ecke und hat uns alle total zur Sau gemacht und ich dachte dann auch, wie können diese Leute an diesem Schild vorbeifahren, aber das darfst du auch denken, aber letzten Endes bist du dafür verantwortlich. Muss dann in Zukunft überlegen, okay, wie kann ich noch mehr irgendwelche Gefahren vorhersehen, dass Leute vielleicht auch dumme Sachen machen, so, ne? Irgendwie, letztlich wird immer nur der Letzte gehängt, sag ich mal, so, ne? Aber gut, also das kann ich nicht so richtig verstehen, aber was eine Irritation, die ich auch hatte, das habe ich auch vergessen zu sagen gestern, wie kann es sein, dass dieser Joe das Feuer filmt und dann erst löscht und wenn ich das jetzt so richtig gesehen habe, wie gesagt, war auch so kurz geschnitten, vielleicht werden wir da bald mehr drüber wissen, aber es wirkt ja so, als wenn der erstmal die Kamera gesucht hat und angemacht hat und dann irgendwie, hallo, es brennt und dann Feuer gelöscht. Auf jeden Fall wirkt es so, als wenn er nicht als erstes gelöscht hätte und die Leute evakuiert hätte aus dem Flugzeug. Ich meine, da haben auch welche geschrieben, ja, was soll denn im Flugzeug passieren? Ey Leute, da ist überall Plastik, sie haben es alles mit Stroh ausgelegt. Also glaubt ihr nicht, dass eine Situation eintreten könnte, wo das Ding einfach abfackelt, bevor die alle da rauskommen? Also ich, oder zumindest schwer verletzt sind, also ich glaube schon so. Also das hat mich auch extrem irritiert, weil so wichtig man auch, bestimmt haben die den eingebimst, ihr müsst das filmen.
Aber das wird auch nicht, ist ja auch toll jetzt, dass es diese Aufnahmen gibt. Und wie gesagt, vielleicht bekommen wir auch eine absolut befriedigende Erklärung dazu, dass es doch alles dann Richtigkeit hat, weiß ich nicht. Aber dass erstmal gefilmt wird und dann so, sage ich mal, Rettungsmaßnahmen eingeleitet werden, boah, das ist, das ist schon ein dickes Brett, muss ich echt sagen, ne? Ja, also das, ja. Ja, genau. Und was ich auch mit Erstaunen feststelle, dass doch viele so in Stefan das Opfer sehen. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Der ist komplett unreflektiert, beschwert sich die ganze Zeit, dass die Gruppe ihn nicht sieht, ist aber auch die ganze Zeit weg von der Gruppe. Und ich finde, dass ihn die Gruppe absolut zurechtgewiesen hat irgendwie, dass sie sagen, hey, und ich finde auch wirklich total angemessen, ich fand das absolut angemessen, dass sie sagen, es geht nicht. Entweder du machst dein eigenes Ding, das hat ja der Joey, glaube ich, richtig gesagt, entweder du machst dein eigenes Ding oder du machst bei uns mit, aber dann hilfst du auch mit. Und das fand das absolut angemessen, ne? Und haben alle so viel geschrieben, dass es, der wird gemobbt. Ey, Leute, ich weiß nicht, ich höre das ja auch immer, dass immer alle sagen, alle Interviews, die man sieht, ja, in der Schulzeit bin ich gemobbt worden, also so viel können gar nicht gemobbt worden sein. Das ist, natürlich gibt es Umgebungen, die hart sind, auch eine Schulklasse ist hart und natürlich gibt es Leute, die auch gemobbt werden und so, aber ich kann da, natürlich gibt es Mobbing, aber ehrlich gesagt, in dieser Sendung, ja, das ist, da reden mal Leute schlecht übereinander, aber da wird sich, und das fordere ich, würde ich auch fordern von der Gruppe, dass wirklich Klartext geredet wird, dass wirklich in einem ruhigen Ton ganz klar gesagt wird, ich finde das nicht gut und das geht so nicht und das kannst du nicht bringen, so, das ist kein Mobbing. So, und wenn er dann wieder wegrennt und am nächsten Morgen auch wieder null, sieht man zumindest nicht, nicht reingeschnitten worden, null Verantwortung übernimmt für seinen Teil. Ich meine, er wollte ja unbedingt dieses Holz da stapeln und wie gesagt, ich habe ein Foto gesehen, da sieht man die Glut und man sieht ganz klar, dass sein Holz zum Trocknen brennt und dass dieser Flügel brennt so, ne? Also irgendwie scheint es ja doch zusammenzuhängen und wenn ich unbedingt mich so durchsetze, so wenn ich meinen Kopf durch die Wand haben will und ich will unbedingt dieses Holz da trocknen, was ja auch ganz viele geschrieben haben, was normale Sache ist, ja, dann muss ich mich auch irgendwie, oder dann sind zumindest die Pros da gefordert, so Nachtwachen irgendwie einzurichten oder es irgendwie so zu gestalten. Also wie gesagt, hinterher ist man immer schlauer. Ich will nur sagen, worauf ich hinaus will, ist, ja, da hat es irgendwie nicht funktioniert. Und wer jetzt genau wie viel Anteil hatte, weiß ich nicht. Aber dass man jetzt sagt, dass der Stefan ist jetzt der Arme und die Gruppe mobbt ihn, während auch irgendwo, wie gesagt, mit, soll ich mal sagen, auch wo, wahrscheinlich so, wie es sich so an, wie gesagt, wir sehen nicht alle Aufnahmen, aber dass er irgendwo mit dran beteiligt war, sag ich mal, dass das so passiert und man kann auch Fehler machen, aber dann kann man sich doch entschuldigen, was wir nicht gesehen haben, weiß ich nicht, und kann sagen, boah, ist echt scheiße gelaufen, es tut mir total leid, stattdessen rennt er wieder weg und yes, ich muss jetzt hier raus, ich verliere meinen Ruf und wie gesagt, ich würde jetzt keinem die Schuld zuweisen, außer als vielleicht, ja, Schuld, das bringt es auch nicht, ne? Sondern was ich mir wünschen würde, dass Verantwortung übernommen wird, vielleicht von, ne, und Verantwortung übernehmen heißt, was habe ich dazu beigetragen, was hätte man anders machen können, was lernen wir für die Zukunft und auch wertschätzen, dass das eine gefährliche Situation war, das würde ich mir wünschen, so, ne. Aber wie gesagt, das ist meiner Ansicht nach so ein Kindergarten, da immer so den Bösen und den Gemobbten suchen, aber Leute, die Realität ist viel komplexer, also wirklich. Aber manchmal eben auch, da kommen wir zum letzten Punkt, viel einfacher, was ich auch ganz viel gelesen habe. Ja, der Joe, der hat extra das Holz zum Feuer geschoben, damit Stefan schlecht dasteht. Das hatte ich auch schon vorher gelesen. Extra hat der Joe diesen Lagerplatz ausgesucht am Flugzeug, wohl er weiß, das ist zu kalt und damit schneller Leute ausscheiden. Leute, das ist was unterstellt ihr da einem Menschen wirklich, dass der absichtlich andere in Gefahr bringt? Also das kann ich mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen. Der will einfach, er sieht sich, er hat 12 Bücher geschrieben, er ist da so ein Outdoor-Papst, er will einfach gut dastehen in dieser Sendung und zeigen, dass er es drauf hat, so, ne? Und was wie gesagt auch schon, wo man auch schon aufpassen muss, dass man nicht zu sehr ins Ego kommt, ja? Also das passiert ja auch teilweise. Aber jetzt da so zu unterstellen, das ist ja auch so ein Punkt
unserer Gesellschaft ist immer überall irgendeine Verschwörung und irgendwelche bösen Pläne. Leute, ey, das weiß nicht, guck mal wieder runter, ey, das ist ganz so dramatisch, das ist jetzt auch nicht, ne? Ja, erinnert mich immer dran, als ich mal gesagt habe, ja, die Erde ist ja auch nicht flach, wo dann ganz viele drunter kommen. Gut, das kann man jetzt nicht vergleichen, ist auch egal, aber ja, es sieht es ja, wenn man auf X mal unterwegs, das ist ja immer alles, wir waren nicht auf dem Mond, wir waren nicht dies, es ist alles eine Verschwörung und Elon Musk hat sich verschworen und die Bundesregierung hat sich verschworen und es gibt einen Deep State, also das, ich weiß nicht, ich glaube, da müssen wir echt ein bisschen aufpassen, so weil ich habe das Gefühl, dass seit Covid auch hat das total zugenommen, da müssen wir echt ein bisschen aufpassen, dass wir mal wieder so ein bisschen auf den Boden kommen und nicht immer denken, also alle haben nur Böses im Sinn. Es ist schon schlimm genug, wenn man im Ego ist, weil man sieht ja, ich denke schon, dass es, also wenn irgendwas schief geht, das ist auch in Beziehungen so, das ist in Gruppen so, das hat einfach ganz viel mit dem Ego zu tun. Und das haben wir natürlich nicht im Blick, deswegen bin ich auch der Letzte, der jetzt da so einen Stab drüber bricht über Leute, so, weil das, man hat es eben nicht im Blick. Man ist da unbewusst und das hat halt Folgen. Das Ego hat immer, wenn das Ego zu groß ist, man, wir brauchen alle ein Ego, hat es immer Folgen. Also, ne? Man hat dann mehr sich im Blick als die anderen und dann kommt es eben zu Folgen. Aber dass da jetzt einer irgendwie der Gruppe irgendwie was Böses will, also das kann ich jetzt. Und wir bewegen uns immer noch, ist meine Meinung. Man kann das jetzt analysieren, das machen wir ja auch, es macht ja auch Spaß. Und wie gesagt, das kann morgen schon ganz anders aussehen. Es kann sein, dass Stefan noch Mega-Momente hat, dass er wie Phönix aus der Asche. Es kann sein, dass Joey Mega-Momente hat. Es kann sein, dass die Frauen schlechte Momente haben. Es kann sein, dass das ganz anders aussieht, wenn wir mehr Informationen haben. Es ist alles nur Momentaufnahme. Es ist einfach auch nur eine Unterhaltungssendung, ne? Darf man nicht vergessen. Und diese Gruppensituation, wie gesagt, ich finde unter den Bedingungen, dass die es als Gesamtgruppe immer noch super machen, das könnte viel mehr auseinanderfallen, das könnte noch viel mehr Konflikte geben, also das ist für mich immer noch eine ganz, auch mit einer sondert sich ab oder zwei sondern sich ab, einer versucht die Führung zu übernehmen, das klappt nicht immer, es gibt Konflikte, das ist immer noch eine ganz normale Gruppensituation, wirklich nichts Ungewöhnliches, was nur so an Schärfe gewinnt, vielleicht auch als Pech, ne, weil ich hatte ja auch einfach Pech mit dem Feuer da. Ja, also sicherlich nicht nur Pech, aber vielleicht noch zusätzlich Pech, was einfach so eine Dramatik jetzt durch dieses Feuer gewinnt, so, ne? Aber ansonsten, wie gesagt, wenn da mehr Sicherheitszonen eingebaut werden in diese ganze Sendung, ja, und zwar, ach, ist auch egal, es ist halt so, wie es ist, und es bringt auch nichts drüber zu mutmaßen, und es ist ja auch jetzt niemandem was passiert, aber. Also das finde ich persönlich immer noch am krassesten aus meiner Sicht, sah das mega gefährlich aus, ne? Aber wie gesagt, vielleicht wird das ja noch irgendwie aufgelöst und es war irgendwie gar nicht so schlimm. Wie gesagt, warum auch die Leute nicht aus dem Flugzeug raus sofort, aber vielleicht war das auch relativ schnell. Wie gesagt, es ist schwer auf den Punkt zu kriegen, aber also wenn ich da an meinen Kumpel denke, der so extrem Erste Hilfe macht und da so Ausbilder ist irgendwie und auch so Teams trainiert für so Gefahrensituationen. Ich glaube, die hätten die Haare zu Berge gestanden, uns ehrlich, aber naja. Ja, eine Sache wollte ich noch sagen zu Joey, der dann zu Stefan sagt, morgens, als er dachte, er hätte ihn abgefackelt, fast, ob das jetzt, wie gesagt, zu Recht, zu Unrecht, aber auf jeden Fall war das ja seine Wahrnehmung und er dann Stefan wieder rumlamentiert hat. Ich hasse das ja auch immer. Ich kann nichts dafür, ich kann nichts dafür, ich habe nichts gemacht, ich war es gar nicht, ich habe gar nichts damit zu tun und was weiß ich. Sagt er so, halt jetzt deine fucking Schnauze und das wird ja auch heiß diskutiert und also ich hätte sowas auch sagen können in so einer Situation, sage ich ganz ehrlich, also jetzt als Teilnehmer. Und ich weiß nicht, ich komme aus 80er, 90er Jahren, Encounter, Psychologie, weiß ich nicht, ich bin so hohe Level von Streit geworden, ich fand das auch nie schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß, heute sieht man das ein bisschen anders, aber ich finde, wenn man sowas einem ins Gesicht sagt und wie gesagt, du hast das Gefühl, du wärst fast abgefackelt worden, so, ne, und dann wird wieder so rumlamentiert und dann sagt man, ey, weißt du, halt einfach deine Schnauze jetzt, ich finde es total nachvollziehbar, wirklich, und ich finde das viel besser, als was hier auf
Social Media ist, dass Leute sich hinter ihren Accounts verstecken und rumhaten ohne Ende. Ich meine, ich bin jetzt 8 Jahre auf YouTube, also wir kennen alle, die hier sind. Das ist halt gerade auch, sobald neue Leute auf den Kanal kommen, immer dieses Verstecken hinter solchen Accounts und rumgekotzt, seine schlechte Laune rauslassen, finde ich persönlich viel schlimmer als in einer Gruppe. Auch mal, weiß ich nicht, auch mal Tacheles zu reden oder auch in der Beziehung. Natürlich soll man sich in der Beziehung, okay, wäre es wahrscheinlich zu hart, aber ich finde es auch in der Beziehung auch mal einfach zu sagen, boah, es reicht mir jetzt oder auch mal, ich finde, das hat auch so eine Frische, wenn es irgendwo noch eine Grenze hat, die muss natürlich, kann natürlich jeder für sich anders definieren. Aber so in so einer Situation, boah, man ist echt froh, dass man noch lebt, so ungefähr, und dann einfach mal, weiß ich nicht, auch mal verbal einen rauszuhauen. Ich weiß nicht, das muss man einstecken können, irgendwie. Weiß ich nicht. Das Leben ist halt hart manchmal, ne? Und ich persönlich finde alles, was so direkt ins Gesicht gesagt wird, irgendwie, also könnte ich viel besser mit umgehen, als diese ganze eklige Scheiße so hintenrum, ne? Just saying. Aber schreibt weiter in die Kommentare. Andere Meinung gerne. Lasst ein Like oder auch ein Dislike da. Aber bleibt friedlich und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.